da 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 da. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen und das Gute finden, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Geschichte von der Bettlerin. Eine alte Geschichte erzählt uns von einer Bettlerin, die jeden Tag von früh bis spät in der Einkaufszone einer Stadt sitzt. Ihren Kopf gesenkt und mit offener Hand wartete sie, bis ihr jemand etwas Geld gibt, damit sie etwas zu essen kaufen kann für sich und ihre Familie. Und jeden Tag kommt ein älterer Herr zu ihr und legt ihr einen Taler in ihre ausgestreckte Hand. Die Bettlerin verneigt sich tief und bedankt sich für diese Gabe, ohne den alten Herrn dabei anzusehen. An einem anderen Tag kommt wieder der gleiche Herr zu der Bettlerin, schenkte ihr dieses Mal jedoch kein Geld, sondern legt ihr eine Rose in die bittende Hand. Die Frau schaut auf und ihr Gesicht beginnt zu strahlen. Sie steht auf, die Rose fest in der Hand und geht. Der alte Mann hat sie seitdem nie wieder betteln gesehen. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg und am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm, er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte. Und sie sagten zu Jesus: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit diesen Worten wollten sie Jesus auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und er schrieb mit dem Finger in die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Und Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie alle geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Und sie sagte: Keiner, Herr. Und da sagte auch Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich stelle mir vor, es muss wohl eine sehr peinliche Situation sein, wenn man beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt wird. Eine solche Nachricht verbreitete sich damals zur Zeit Jesu, wie wohl auch heute in unseren Zeiten, wie ein Buschfeuer im Dorf rasant aus. Und ich frage mich, wie sich wohl die Frau gefühlt haben muss. Nicht nur, dass sie in ihrer Scham peinlich berührt gewesen sein muss, nein, sie wird auch noch in die Tempelanlage geschleppt, gezerrt und dort öffentlich vor allen Menschen bloßgestellt. Und nach dem Gesetz des Mose ist es eindeutig, wir haben es gerade gehört, welcher Strafe die Ehebrecherin unterzogen werden muss. Steinigung, Mord. Und deshalb haben sich schon ein paar Dutzend Männer versammelt und schreien: Steinigt sie, steinigt sie. In wenigen Tagen hören wir das auch, wie es die Menschen zu Jesus rufen werden. Und dabei halten sie schon Steine in der Hand, um sie auf diese Frau loswerfen zu dürfen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie nutzen diese Situation aus, um Jesus eine Falle zu stellen, indem sie ihn fragen, was sie mit der Ehebrecherin tun sollen. Hält er sich an das Gesetz oder legt er es neu aus? Doch Jesus lässt sich auf diese Versuchung nicht ein. Er gibt einfach keine Antwort auf die ihm gestellte Frage, sondern er beugt sich und schreibt mit dem Finger in den Sand. Ich finde erst einmal eine merkwürdige Reaktion, eine Reaktion, die wohl niemand erwartet hätte. Alle Menschen sehen nun verdutzt zu Jesus hin und vergessen in diesem Augenblick völlig die Frau und das, was sie getan hat. Sie ist nur noch eine Nebensache geworden. Ja, sie selber vergisst sogar, was sie gerade getan hat und schaut einfach nur auf Jesus, der da am Boden hockt und mit dem Finger in den Sand malt. Und dann: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als Erster einen Stein. Nach diesem Satz verlässt einer nach dem anderen diesen Ort. Übrig bleiben nur noch Jesus und die Ehebrecherin. Und dann diese vergebenen Worte: Auch ich verurteile dich nicht. Geh, sündige von jetzt an nicht mehr. Diese Bibelstelle, die wir heute hören,
ist bei der Ordnung der liturgischen Texte ganz bewusst in die Fastenzeit hineingewählt worden. Denn wenn wir die Fastenzeit oder besser gesagt die österliche Bußzeit als eine Zeit verstehen, in der wir Vergebung von Gott für unsere Fehler erbitten, dann bedarf es zuerst der Vergebung unserer Mitmenschen, bedarf es, dass wir in der Lage sind, anderen zu vergeben. Wenn wir die Fastenzeit heute noch als eine Zeit verstehen, in der wir weniger essen und auf Luxusartikel wie Alkohol, Fernsehen oder Auto verzichten, dann ist das ein gutes, aber auch ein noch sehr eingeschränktes Verständnis von Fastenzeit. Es kommt doch beim Fasten nicht allein auf den Verzicht an. Fasten bedeutet doch viel mehr, den anderen, die etwas falsch gemacht haben, zu vergeben. Fasten bedeutet, selbst jemanden um Vergebung zu bitten, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Fasten kann bedeuten, einem Mitschüler, den ich nicht leiden kann, bei seinen Hausaufgaben trotzdem zu helfen, weil er schlecht in Mathematik ist und ich gut. Fasten bedeutet, einen an den Rand gedrängten zu sagen, dass ich im Grunde genau bin wie du und mich zu ihm zähle. Fasten bedeutet, Licht ins Dunkel zu bringen, Streit zu schlichten, wo es möglich ist, Liebe zu schenken, wo Liebe fehlt. Die Geschichte von der Bettlerin, die wir gerade als Lesungsersatz gehört haben, die jeden Tag von früh bis spät in der Einkaufszone an der Stadt sitzt. Diese Geschichte hilft uns, Fastenzeit neu zu verstehen. Der alte Mann, der zu ihr kommt und ihr täglich einen Taler gibt, um etwas Essen kaufen zu können, reicht ihr auf einmal eine Rose. Und die Bettlerin ist dann tagelang nicht mehr zu sehen. Das hat etwas in ihr ausgelöst. Wenn wir die Steine, biblisch gesprochen, die wir in unseren Händen halten, fallen lassen und stattdessen Rosen verschenken und anderen dadurch ein Stück weit Lebensfreude geben, dann bringen wir Licht in unsere dunklen Tage hinein. Dann können wir erfahren, was es heißt, anderen zu vergeben und selbst um Vergebung zu bitten. Und überall dort, wo wir so handeln, müssen wir nicht darauf warten, dass Christus kommt und alles zum Guten wendet. Denn wenn wir so handeln, dann ist Ostern bereits in unseren Herzen verwirklicht. Wann Christus in die Welt kommen wird, können wir nicht voraussagen. Wann jedoch der Gedanke, der sich hinter Ostern verbirgt, sich verwirklicht, das haben wir tatsächlich in unseren Händen. Bekennen wir gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Alle, die einen gelben Zettelabschnitt bekommen haben, lade ich ein, nach vorne zu kommen. Als Antwort auf die Fürbitten singen wir immer den Ruf 107. Für die Menschen in den Städten und auf dem Land in der Ukraine, die unter den Angriffen mit Bomben und Raketen und Panzern leiden. Oh Lord, hear my prayer.
für die Soldaten, die in den Gefechten sterben und ihre Familien, für die vielen, die durch steigende Preise in Not geraten. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Für alle, die sich im Kleinen um den Frieden mühen, damit er im Großen gelingen kann. Für alle, die nach Wegen aus der Gewalt suchen. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Für alle in der Corona-Pandemie, für die Menschen, die sich infiziert haben und für alle rücksichtsvoll miteinander umgehen. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Für die Menschen, die auf ihrem Lebensweg an einem Wendepunkt stehen. Für jene, die schuldig geworden sind und sich nach Versöhnung sehnen. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Gott, du schenkst uns Heil und Leben. Dafür danken wir dir und wir preisen dich heute und in Ewigkeit. Amen. Yeah.
wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles uns fällt, in der Liebe, die alles uns fällt. Geben uns weiter Tritt, und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird. Ja, der Hof unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist und der Tod, den wir sterben, vom Leben sind, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe. Lasst uns beten. Herr, erhöre uns, allmächtiger Gott. Du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens gerufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Gott. Denn du hast uns erschaffen, damit wir für dich leben und füreinander da sind. Wir können miteinander sprechen, zusammenarbeiten und auch feiern. Du bist unser barmherziger Vater. Du meinst es gut mit uns, auch wenn wir es nicht immer verstehen. Du bist gerecht, auch wenn du uns strafen möchtest. Du trägst nicht nach und reichst uns als Erster die Hand zur Versöhnung. Darüber freuen wir uns und dafür danken wir dir, Vater. Zusammen mit allen, die an dich glauben, zusammen mit den Heiligen und den Engeln, preisen wir dich und rufen. Du bist heilig, großer Gott, und du bist gut zu allen. Wir danken dir, besonders danken wir dir für Jesus Christus. Er hat allen Menschen Mut gemacht, die Angst vor dir hatten, und er wollte alle zurückholen, die von dir weggelaufen waren. Er hat den Menschen verziehen, die ihm Unrecht taten, und auch mit den Sündern hat er gegessen. Er hat uns jetzt hier zusammengeführt an einen Tisch, damit wir tun, was er getan hat. Deshalb haben wir Brot und Wein bereitet und bitten dich, Vater, heilige diese Gaben,
damit sie für uns zum Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, werden. Jesus war am Abend vor seinem Tod mit seinen Freunden zusammen, um das Ostermahl zu halten. Da nahm er Brot und dankte dir, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm Jesus auch den Kelch mit Wein und sprach den Lobpreis. Er reichte den Kelch seinen Jüngern und sagte: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Immer wenn ich sage, Gott, du bist gut, antworten wir alle gemeinsam: Wir loben dich, wir danken dir. Gott, du bist gut. Wir loben dich, wir danken dir. Darum sind wir hier versammelt, Vater, und denken voll Freude an alles, was Jesus für uns getan hat und auch heute für uns tut. In diesem Opfer, das er uns anvertraut hat, feiern wir seinen Tod und seine Auferstehung. Du hast sein Leben angenommen, nimm auch an, was wir dir darbringen. Gott, du bist gut. Wir loben dich, wir danken dir. Er hat sein Leben hingegeben, er ist auferstanden von den Toten, er lebt mitten unter uns. Gott, du bist gut. Am Ende wird er kommen in Herrlichkeit. Dann wird es keine Not mehr geben. Niemand braucht mehr zu weinen und traurig zu sein. Gott, du bist gut. Vater, du hast uns zu diesem Mahl zusammengerufen. Im Heiligen Geist versammelt, empfangen wir den Leib und das Blut Christi. Gib uns die Kraft, so zu leben, dass du Freude an uns hast. Gott, du bist gut. Gib uns die Kraft, dass wir uns miteinander versöhnen, wenn wir uns zerstritten haben. Gott, du bist gut. Zusammen mit unserem Papst Franziskus und allen Bischöfen bitten wir dich, lass uns eins mit allen, die an dich glauben, für immer bei dir zu Hause sein. Lass uns mit Maria und allen Heiligen dein Lob singen ohne End durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott, du bist gut. Denn durch Christus und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ich lade alle Kinder ein, zum Vater unser hier nach vorne zu kommen. Beten wir gemeinsam, wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus, er sei heute und alle Zeit mit euch. Friede sei mit euch. Geht ihr wieder zurück. Amen. Okay.
so seht und erkennt. Mitten unter uns ist Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt. Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, dessen Leib und Blut wir empfangen haben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Am kommenden Sonntag feiern wir den Palmsonntag mit Palmenweihe und Kinderkirche. Außerdem die Osterkollekte bis zum Ostersonntag läuft. St. Michael will helfen den in der Ukraine Betroffenen. Schönen Sonntag. Ich habe dann auch noch zwei Termine für unsere kleinen Kreativen. Und zwar gibt es einmal nächste Woche am Palmsonntag in Anschluss ein Ostereier bemalen.
Das heißt also, wir möchten bitten, dass sie gekochte Ostereier mitbringen und die Kinder dürfen diese dann selbst kreativ gestalten. Und wir bitten um eine Eisspende für den Ostersonntag, den Ostertisch. Das andere ist ein Malwettbewerb für unsere kleinen Picassos und Frida Kahlos. Informationen gibt es bei mir. Können Sie sich abholen und es darf jeder mitmachen, alle Altersklassen sind herzlich dazu eingeladen. Und die Bilder werden dann circa gegen Pfingsten hier in der Kirche ausgestellt. Dankeschön. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag. Kommt gut durch die neue Woche hindurch. Danke. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.